Ja, meine Freunde, was geht ab? Und es ist wieder die besondere Zeit im Jahr, an dem man sich immer wieder denkt, what the fuck is going on in der Formel 1? Und zwar dieses Mal wieder die Silly Season. Es hat eine Info gegeben, die wieder mal, denke ich mal, alles ins Rollen bringen könnte. Und zwar Kimi Räikkönen, der bekannt gegeben hat, dass er seine Karriere Er retired mal, also er verlässt mal die Formel 1. Das hat schon mal gegeben, wir kennen es, der Weltmeister von 2007. Aber diesmal, denke ich mal, ist es fix. Also der wird wahrscheinlich in den Ruhestand gehen. Kimi Räikkönen hat also gesagt, dass er seine Karriere mehr oder weniger beenden wird, er mal die Formel 1 2021 Ende der Season verlassen wird. Und das, denke ich mal, kann alles wieder ins Rollen bringen. Nehmen wir mal an, ja. Also wir werden heute natürlich ein bisschen über die Silly Season quatschen, aber auch über den Kalender und die ein oder andere Sache, die mir am Sonntag nicht ganz gefallen hat. Alles in dem heutigen Video. Abonniert unseren Channel gern, schaut gerne auf Insta und TikTok vorbei. Und wir starten mal rein. Und zwar fangen wir mal ganz vorne an. Im Kalender. Da hat sich nämlich ein bisschen was getan. Wir haben natürlich hier, ich zeige euch das Bild natürlich, wir haben bis Belgien alles gefahren. Dann natürlich Niederlande kommt dieses Wochenende. Dann Italien ist auch ganz normal. Russland, Türkei ist eingeschoben statt Singapur. Und es geht ja schon wieder ein bisschen los, dass da alles ein bisschen verschoben wird. Die USA wurde um eine Woche rauf verschoben. Mexiko um eine Woche dazu. Und auch Brasilien um eine Woche dazu. Und es sieht halt alles danach aus, als ob entweder irgendwo in Amerika, Südamerika noch gefahren wird. Argentinien wäre mega. Aber natürlich auch ein großer Anwerber dafür wären ein Scheichland, um aufs Ganze zu sein, ein arabisches Land, Saudi-Arabien wäre dann noch und auch Abu Dhabi, und man mutmaßt oder man munkelt halt, dass es einfach Katar ist, wo gefahren wird. Die MotoGP fährt seit Jahren in Katar und ja, ich kann mir es auch gut vorstellen, dass auch auf dieser Strecke dann gefahren wird. Eure Tipps sind natürlich gern willkommen. Ich kann natürlich auch sagen, dass die vielleicht Indy wäre cool, also wenn die da auf der Indycar-Strecke fahren würden. Aber halt, du brauchst halt eine Strecke im November, wo es noch halbwegs ertragbar ist. Und auch in den USA ist es teilweise dann schon sehr, sehr kalt und auch verschneit teilweise. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es entweder Argentinien wird, wo eigentlich seit Jahren nicht gefahren worden ist, oder ein asiatisches Land, vielleicht auch China, aber ich weiß nicht, ob sie sich das antun wollen, aber es wird dann wahrscheinlich auch Katar sein. Wer am meisten zahlt, bekommt dann auch auf Deutsch gesagt. Um dann das Thema zu wechseln, gehen wir zur Silly Season, und ich habe hier mal eine Liste. Okay, mal die erfreulichen Nachrichten. Am Sonntag hat auch, oder besser gesagt am Freitag letzte Woche, hat schon Red Bull Racing bekannt gegeben, dass sie Sergio Perez einen Vertrag gegeben haben für ein weiteres Jahr. Also bleibt er 2022 mal fix bei Red Bull Racing. Und das ändert natürlich nicht das meiste, weil man wusste, dass die da sowieso keinen außenstehenden Fahrer nehmen. Und gucken wir uns hier mal die Liste an. Und natürlich fix ist jetzt schon mal, Red Bull Racing fährt nächstes Jahr mit Verstappen und Perez, McLaren ebenso mit Daniel Ricciardo und Lando Norris. Und Alpine hat ja auch vor ein paar Wochen schon bekannt gegeben, dass Ocon bleibt, und dann, ich glaube, vor ein, zwei Wochen, dass Alonso auch bleibt. Und Ferrari fährt auch mit der Paarung Leclerc und Sainz. Und dann geht die ganze schöne Fragerei schon mal los. Mercedes, ich fange mit dem größten und, ja, ich glaube mal, sie sagen zwar, sie geben erst ab Italien bekannt, Toto Wolff, aber es ist natürlich ein unausgesprochener Fakt, dass wahrscheinlich George Russell für mich zu 99% zu Mercedes geht. Ich habe noch eine zweite Theorie, aber die später dann mehr. George Russell, das ist meine Theorie jetzt mal für den Anfang, kommt zu Mercedes. Deswegen hat er auch bei Williams noch nicht unterschrieben. Der wiederum, Bottas wird dann entweder zu Alfa Romeo gehen und Kimi seinen Platz einnehmen, oder maybe kann er natürlich auch zu Aston Martin gehen, aber ich denke mal, da wird heute oder morgen der Vertrag für Lance Stroll unterschrieben. Also und ja, sie würde noch mit einem Mercedes-Motor fahren, aber wie gesagt, die nächste Lösung wäre auf jeden Fall, dass die Bottas bei Alfa Romeo beherbergen. Eine andere Lösung, weil auch Hamilton sich für Bottas eingesetzt hat, sein Wingman, kann natürlich auch sein, dass Bottas noch ein Jahr bleibt,
die Russell noch ein Jahr bei Williams abschieben und das Ganze so bleibt. Latifi ist auch eine gute Season gefahren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er unbedingt gehen muss, aber da stehen halt schon andere Fahrer in den Startlöchern. Und bei Alfa Romeo sieht es ja ziemlich strange aus, also ziemlich komisch aus. Da ist beides noch frei. Und ja, ich nehme mal die Theorie an, dass Bottas zu Alfa Romeo geht. Das ist mir auch die normalste und ich denke auch, auch wenn du überall so liest, es soll eigentlich schon ein Insider ausgepackt haben, dass das so ist. Das heißt, Russell geht zu Mercedes, Ding, das blende ich hier auch einmal ein. Dann haben wir mal Mercedes fertig. Ich würde mal sagen, bei Aston Martin bleibt euch Strolly Boy. Sein Vater gehört das Team, warum sollte er das machen? AlphaTauri ist eine ganz harte Nuss. Ich denke mal, nachdem auch Helmut Marko gesagt hat, er hält so Riesenstücke an Yuki Tsunoda, werden sie nicht nach der Rookie-Season raushauen. Also das macht kein Team. Gerade dieses Team, das so fast unendlich Ressourcen hat, kann ich mir bei Gott nicht vorstellen, dass die jetzt Yuki Tsunoda nach seiner Rookie-Season rausschmeißen. Für das fährt er teilweise zu gut. Also bei Gasly bleibt auf jeden Fall. Der hat keine andere Wahl. Der ist in der Red Bull Academy. Da geht nichts anderes. Alfa Romeo, sehr interessante Sache. Wie gesagt, meine Ansicht ist ja, Bottas geht dorthin. Also ist er mal der erste Fahrer. Ein Team braucht meistens einen erfahrenen und einen Rookie, der nichts zu verlieren hat. Das wäre in dem Fall, man hat schon oft genug gesehen, dass Mick Schumacher mit denen ein bisschen flirtet, will ich mal sagen. Deswegen, und Frederik Vasseur wahrscheinlich auch sehr angetan ist, von so einem Legendensohn im Team zu haben. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, sein nächster eigentlich reeller Stop wäre dann, dass Mick Schumacher zu Alfa Romeo geht. Und das ist auch meine Ansicht hier. Mick Schumacher geht von Haas zu Alfa Romeo. Eine Stufe, weiß nicht, ob das jetzt höher ist. Ja, vielleicht eine halbe Stufe höher. Dann Nikita Mazepin hat, ja, den gehört er quasi das Team. Der bleibt bei Haas mal. Und sein Teamkollege, der wird interessant. Der wird interessant. Entweder Giovinazzi, der ja jetzt auch kein Cockpit mehr hat. Oder sie holen sich einen... Wobei, noch einen Youngster. Eigentlich wäre ja fast die logische Konsequenz, wenn Latifi bei Williams wirklich fliegt, dass sie sich Latifi holen. Oder ich kann mir noch sehr gut vorstellen, es ist noch ein sehr junger, hungriger Deutscher, den wir vielleicht auch unterbringen können. Die Rede ist natürlich von Nico Hülkenberg. Der ist natürlich in den Startlöchern und den kann ich mir entweder bei Williams oder bei Haas vorstellen und in das andere Team entweder Su aus der Formel 2 oder auch ein guter Anwärter Jack Aitken oder Stoffel van Dorn, das sind so Fahrer, aber ich würde mal sagen, Stoffel bleibt bei Mercedes als Ersatz- und Simulationsfahrer und ich würde mal sagen, zu Haas geht Mazepin natürlich und bei Haas kommt Schumacher. Zu Haas wäre halt verdammt genial, wenn da jetzt Hülkenberg kommen würde, aber Haas ist halt so schlecht. Ich weiß nicht, ob sich das Hülkenberg wirklich antun will. Cool wäre auch, wenn Hülkenberg zuerst Martin geht. Aber wie gesagt, das wird nicht der Fall sein. Ja, ich sag mal, zu Haas geht... zu Haas wird... Jack Aitken ist... Ja, ich sag mal, Jack Aitken kommt zu Haas als Rookie sozusagen. Und zu Williams kommt Nico Hülkenberg mit Latifi zusammen. Wäre auf jeden Fall eine explosive Kombi. Was sind eure Tipps? Nochmal kurz hier einen Cut zu machen. Und nochmal auf die Geschehnisse in Belgien einzugehen und natürlich vor allem, war es eine richtige Entscheidung? Ich finde natürlich schon, aber die viel bessere Frage oder viel andere Frage ist, soll man den Leuten das Geld zurückgeben? Finde ich teilweise ja, aber natürlich nicht das ganze Geld. Ich finde so natürlich prozentual so die Hälfte, so 33%, weil sie haben ja teilweise zwei komplette Durchgänge von Tourenwagen und so weiter gesehen. Und, also der Porsche Supercup war, Formel 3 war, ich weiß nicht, ob die W Series auch am Sonntag gefahren ist, aber trotzdem, das haben sie alles gesehen, nur die Formel 1 halt nicht. Deswegen finde ich so eine Teilzahlung, Rückzahlung wäre schon okay. Was ist einmal dazu? Abonniert unseren Channel gern kostenlos, schaut auch unbedingt gerne auf Insta und TikTok, weil wir sehen uns hoffentlich später oder morgen. Es kommt noch ein bisschen was. Danke fürs Zugucken und ciao. To the nose, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.